Die verdeckten Ermittler, die sich im Darknet als Käufer tarnen, sitzen nur wenige Kilometer entfernt. Besuch bei Hans-Jürgen Schmidt in der Zollfahndung Frankfurt. Die Fahnder hier haben auch den Waffenhändler festgenommen, der den Münchner Amokschützen beliefert haben soll. Hier in dieser Kiste haben wir gefunden 4 Pistolen, eine Maschinenpistole und noch jede Menge Munition. Über 1500 Schuss. Die Munition haben wir noch hier. Und die Waffen sind noch zur kriminaltechnischen Untersuchung beim Bundeskriminalamt. Und der war auch hauptsächlich im Darknet unterwegs? Der war im Darknet unterwegs und hat offensichtlich hier auch diese Waffe an den Münchner Amokschützen geliefert. Immer häufiger aber sind die Käufer jetzt auch bis dahin unbescholtene Bürger, die meinen, sich verteidigen zu müssen. Wo haben Sie die gekriegt oder gefunden? Die haben wir in einer Paketsendung sichergestellt, in Zusammenhang mit einer Festnahme bei einem 62-Jährigen. Echt? Und das war einer dieser Menschen, die meinen, sie müssen sich nun, weil es vermeintlich einfach ist, über das Darknet eine Waffe zu besorgen. Das heißt, das war ein 62-Jähriger, der das einfach im Darknet bestellt hat? Ja. Es ist so, dass wirklich Menschen heutzutage sich solche Waffen schicken lassen, von denen man das früher nie gedacht hätte. Den Tätern auf die Spur kommen sie, indem sie sich selbst als Käufer ins Darknet begeben und so die Szene allmählich ausforschen. Ja, hier haben wir den Dirty Harry, das ist ein Pseudonym für einen Käufer im Darknet. Und hier der Tony, ebenfalls ein Pseudonym im Darknet, die uns hier als Käufer aufgefallen sind. Und so legen sie allmählich Netzwerke frei, um von den digitalen Decknamen auf die wahre Identität der Dealer zu schließen. So kann man sehen, welche Waffe welchen Weg wohin genommen hat, welche Beziehungen zwischen den einzelnen Pseudonymen im Internet, im Darknet untereinander bestehen. Und Sie sehen, es läuft hier in der Mitte zusammen. Hier sitzt unser mutmaßlicher Händler, den wir enttarnen und festnehmen wollen. Tatsächlich ist Ihre Trefferquote in den letzten Monaten hoch. Wir sind mit Christoph B. verabredet. Der Hobbyschütze war über Bekannte an Waffen gekommen und hatte sie ins Darknet gestellt, nachdem er im Fernsehen gesehen hatte, wie einfach das sei. Nur wenige Monate später flog er auf. Wie hat man Sie erwischt? Warum? Was haben Sie falsch gemacht? Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mehrfach die gleiche Postbox benutzt habe. Mhm. Und die von den Ermittlungsbehörden überwacht wurde. Mhm. Und somit konnte ich identifiziert werden. Es sollte ein nettes Zusatzgeschäft werden, neben seinem ganz normalen Bürojob mit ein paar Klicks einfach schnelles Geld machen. Wie viel kann man denn da verdienen? Das kommt ganz drauf an, was Sie verkaufen. Nehmen wir mal an, Sie kaufen eine automatische Pistole, als Beispiel eine Glock, kaufen Sie für 1000 Euro ein, können Sie eigentlich problemlos für 3.000 bis 3.500 Euro verkaufen. Das ist ja eine Menge. Das ist eine Menge. Sie haben gesagt, während Sie gehandelt haben, während Sie verkauft haben, gab es schon Verhaftungen, von denen Sie wussten. Hat Sie das nicht nervös gemacht? Sicherlich, aber man denkt, es trifft immer nur die anderen. Man hält sich für schlauer und macht einfach weiter. War aber nicht schlau. War nicht schlau. Statt des großen Geldes warten nun 4,5 Jahre Haft auf ihn. Die dunklen Seiten des Darknets wird er so schnell nicht wieder betreten. Je tiefer man ins Darknet vorstößt, desto mehr Seiten findet man hier, die gar nichts mehr mit Kriminalität zu tun haben. Das hatte mir Jamie schon in London vorausgesagt. Kriminelle Seiten sind nicht das Einzige, was du hier findest. Das Darknet nutzen auch immer mehr Menschenrechtler, die verfolgt werden. Und immer mehr Leute brauchen und benutzen Tor und verschlüsseltes Internet, weil sie sich online vor Überwachung schützen wollen. Das sind die eigentlichen Ideen des Darknet. Und die sind in den letzten Jahren immer populärer geworden. Jamie hat uns eingeladen, nach Prag zu kommen, wo er bei einem Kongress auftritt, zu dem sich alljährlich die digitalen Anarchisten Europas treffen. Viele hier wollen nicht gedreht werden und so beobachten wir den Kongress mit der Kamera erstmal nur von oben. Die meisten hier sind nur noch verschlüsselt im Internet unterwegs. Hacker, die nicht mehr wollen, dass jede ihrer Bewegungen von Staaten oder großen Firmen verfolgt wird.
Mit uns vor der Kamera sprechen will zunächst keiner, aber nach einigem Hin und Her erklären sich zwei der Anwesenden bereit, ein Interview zu geben. Warum tragt ihr Masken? Why do you wear masks? Well, sadly. Traurigerweise ist das, wofür wir stehen, nicht ganz ungefährlich. Wenn du Dinge tust, die nicht von allen akzeptiert werden, von bestimmten Regierungen zum Beispiel nicht, dann versuchen sie, dich auszuschalten. So, wenn du zum Beispiel über Korruption berichtest. In manchen Ländern riskierst du Gefängnis oder zahlst sogar mit deinem Leben dafür. In some countries you face prison or death. Smuggler und Frank sind Hacker, die großen Firmen dabei helfen, ihre Sicherheitslücken zu schließen. Und sie sind Kryptoanarchisten, das heißt, sie sind verschlüsselt im Netz, um sich hier einen Freiraum zurückzuerobern, der immer stärker beschnitten wird. Now when they know all the information about you, sie wissen heute alles über dich im Netz. Und wenn du nicht anonym dort bist, dann bekommst du nur noch Informationen, die auf dich zugeschnitten sind. Und so wirst du manipuliert. Und das ist deshalb so hochgefährlich, weil wir ja heute alle im Netz leben. Das ist unsere neue Wirklichkeit, die so immer stärker verzerrt wird. Wir haben eine Welt geschaffen, in der die Maschinen bald ganz über uns entscheiden werden. Wenn du zum Beispiel irgendwo hinfliegen willst, wird dir der Computer in der Zukunft vielleicht kein Ticket mehr ausstellen. Er wird sagen, dein Risikowert ist zu hoch. Computer says no. Yeah, computer says no. You know, it was some combinations from the books from Amazon. Und es lag nur daran, dass du ein verdächtiges Buch auf eBay bestellt hast und auf das Falsche bei Facebook geklickt hast. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Dieser Entwicklung wird man nur entgehen können, wenn man seine Spuren im Internet schon jetzt regelmäßig verwischt, sagen Smuggler und Frank. Und auch Jamie Bartlett spricht hier über die Freiheit, die das Darknet bieten kann. Als Bollwerk gegen eine Welt, gesteuert von Maschinen und Algorithmen. Am nächsten Morgen treffen wir ihn wieder im Café des Hackerzentrums. Indem man im Übrigen seinen Kaffee schon jetzt nur noch in Bitcoin bezahlen kann, der Währung des Darknet. Mein analoges Geld kann ich hier erstmal wieder einstecken. Praktischerweise gibt es hier aber gleich gegenüber einen Automaten, aus dem man die Bitcoins aufs Handy herunterladen kann. Dafür braucht man nur eine App, ein virtuelles Portemonnaie sozusagen. Martin erklärt mir, wie einfach das ist. Ich muss nur die App auf Empfang stellen und dann mein Handy an den Automaten halten. Aus meinen tschechischen Kronen werden dann innerhalb von wenigen Sekunden 6,51 Millibitcoin. Geld, mit dem ich jetzt auch im Darknet einkaufen könnte. Martin selbst ist schon einen Schritt weiter. Korrekt, ich brauche dafür kein Handy mehr. Ich habe ein Chip-Implantat. Man sieht es kaum, aber hier ist der kleine Chip. Direkt daneben ist die Antenne. Wenn ich einkaufen will, dann halte ich einfach die Hand an die Kasse. Ich kann es dir zeigen. Martin führt mich zu einem Automaten, an dem man bereits jetzt nur noch mit Bitcoins zahlen kann. Und er tatsächlich einfach mit der Hand. Irgendwer noch ein Getränk? Bitcoin seien längst mehr als digitales Spielgeld, erklärt er mir. Hunderttausende nutzten sie bereits. Eine Währung, für die man kein Bankkonto braucht und mit der man deshalb anonym bezahlen kann. Martin war selber einmal Banker. Ich bin kein Anarchist. Ich glaube, die Banken wird es immer geben. Aber mit Bitcoin hat man die Wahl. Das erste Mal in der Geschichte. Das ist Geld, das wir uns im Internet selbst geschaffen haben. Eine Welt, in der man keine Banken mehr braucht. Ich finde es einfach besser so, die Wahl zu haben. Und es sei so viel praktischer. Überweisungen kommen innerhalb von Minuten an, ohne dass Dritte daran verdienen. Und der Wert und die Nachfrage nach Bitcoin steige mit jeder Bankenkrise sowieso. Das hier ist eine unglaublich schnell wachsende Szene. Solche Treffen wie diese hier gibt es überall in Europa.
wo Leute über die neuesten Technologien sprechen, ja, und ihren Kaffee in Bitcoin bezahlen. Warum wächst diese Szene gerade jetzt so stark? Das hat viele Gründe. Das sind Leute hier, die glauben, dass unsere Privatsphäre ganz grundsätzlich bedroht ist. Edward Snowden hat das gezeigt. Und man weiß heute, welche Macht Facebook und Google haben. Das alles mobilisiert diese Leute hier. Die sind so etwas wie die Avantgarde des Internet. Und so entwickeln sie unentwegt neue Ideen, um der Überwachung zu entgehen. Ende eines Besuchs in einer Welt, der ich so noch nie begegnet war. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich diese ganze Szene und ihre Ideen wahrscheinlich für paranoid gehalten. Im Lichte dessen, was in den letzten 12 Monaten aber politisch passiert ist, scheint der Gedanke, sich in der digitalen Welt unsichtbar zu machen, gar nicht mehr so abwegig. Das Argument, ich lebe in einer Demokratie und habe doch nichts zu verbergen im Internet, es greift plötzlich nicht mehr. 2016 war das Jahr der Populisten und Autokraten. Besonders dramatisch der Umbruch in der Türkei, wo seit dem gescheiterten Putsch im Sommer ein demokratisch gewählter Präsident das Land immer schneller in Richtung Diktatur verschiebt. Ich mache mich auf den Weg nach Istanbul. Seit dem Putsch im Juli hat Präsident Erdogan den Großteil der unabhängigen Presse verhaften lassen. Ein kurdischer Fernsehsender wurde bei laufender Sendung von der Polizei gestürmt. Das Video davon steht noch im Internet. Wir sind mit dem Chef des Senders verabredet, mit Ayub Burç, der live lautstark gegen die Razzia protestierte, als die Polizei in sein Studio eindringt. Während die Abschaltung anordnet, versammelt er immer mehr Mitarbeiter hinter sich. Aber ihr Protest bleibt umsonst. Der Sender wird abgeschaltet. Heute sitzt er in den Trümmern seines Lebenswerks. 8 Jahre lang haben sie hier gegen großen politischen Druck durchgehalten. Jetzt sind die Büroräume verwüstet. Die Polizei hat ihnen ein Ultimatum gestellt. Bis morgen muss hier alles leer sein. Ayub Burç zeigt mir, was nach der Razzia passiert ist. Sehen Sie? Die Regie ist versiegelt, ihre Technik wurde beschlagnahmt und wird in den nächsten Tagen an staatsnahe Sender übergeben. Das im demokratischen Land kann nicht passieren. Das ist wie ein Diebstahl, nach meiner Meinung. Die nehmen alles weg. Noch sind keine Mitglieder seiner Mannschaft verhaftet worden, aber sie alle hier rechnen damit, dass die Polizei jederzeit wiederkommt, um sie festzunehmen. Nach 8 Jahren haben sie alles verloren, auch ihre Sendelizenz. Und trotzdem überlegen sie, wie sie weiter kämpfen können. Jetzt haben wir nur einzigen Weg, über Internet was zu senden. Wenn keine Möglichkeit gäbe, dann werden wir diese anonymen Möglichkeiten, diese Wege sozusagen machen lassen. Wie Sie sich nun aber ganz konkret im digitalen Untergrund schützen können, das müssen Sie jetzt noch erst mühsam lernen. Dabei wird Verschlüsselung im Netz gerade hier jetzt immer wichtiger. Längst gibt es Fälle, die zeigen, wie hart der türkische Staat schon jetzt gegen all jene vorgeht, die ungeschützt im Internet unterwegs sind. Am Taksim-Platz treffe ich Barış Pehlivan. Er riskiert viel, indem er hier offen auf der Straße mit mir spricht. Er steht unter Beobachtung und ein Treffen mit westlichen Journalisten kann gefährlich für ihn sein. Haben Sie Angst? Nein, aber ich bin nervös. Ich war schließlich schon einmal im Gefängnis. Ich weiß, wie das von innen aussieht. I had seen the prison and I know the inside. 19 Monate saß er unschuldig hinter Gitter. Er führt mich zu seinem Büro, das nach seiner Festnahme geschlossen wurde. Ich habe dieses